Weiter geht's mit Assassin's Creed. Wir sind das letzte Mal ja schon in Damaskus angekommen. Wir haben von Al-Mualim zwei neue Ziele bekommen. Einmal in Damaskus und einmal in Akkon. Und wie gesagt, in Damaskus sind wir schon angekommen und jetzt hören wir mal an, was unser Kumpel hier zu sagen hat zu unserem neuen Ziel. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Naja. So, dann schauen wir auf die Karte. Wir können jetzt also ins Bürgerviertel. Und da wird uns auch direkt ein Aussichtspunkt angezeigt. Oh ja, den nehmen wir doch dann auch gleich. In der Hoffnung, dass der uns dann gleich ein paar Aufgaben freischaltet, die wir dann für unsere Informationen brauchen. So, und da wir in Damaskus ja schon zweimal waren und da schon eben zwei Ziele ausgeschaltet haben, sind jetzt dementsprechend auch mehr Wachen auf den Dächern. So, der ist jetzt blöderweise schon mal runtergefallen, aber hier oben macht es uns erstmal nichts aus. Aber wie man sieht, hier ist definitiv einiges mehr los. Oh, da oben hätten wir auch gleich einen Informanten. Aber ich würde sagen, wir nehmen trotzdem zuerst den Aussichtspunkt. Und hier war doch noch eine Wache, genau da vorne. Die schalten wir am besten auch gleich aus. So, also wir schauen zuerst zum Aussichtspunkt. So, rechts sieht es gut aus mit Wachen. Hier steht noch einer rum. Stand noch einer rum. Auf jeden Fall brauchen wir ab jetzt ziemlich viele Messer, ziemlich viele Wurfmesser. Dann benutzen wir mal den Aussichtspunkt, wenn Altair oben ist. Na komm. Okay, und dann wird uns eigentlich diese Informantenaufgabe angezeigt, die wir ja eh schon gesehen haben. Aber gut. Man kann es ja mal probieren, vielleicht wird einem ja doch noch eine andere Aufgabe angezeigt. In dem Fall leider nicht. Und jetzt verschwind mal. Dem stehlen wir jetzt. Halt, dem stehlen wir nichts. Da sind wir zu viel Wachen unterwegs. Was ist denn jetzt los? Okay, die haben also grundsätzlich ein Problem.
wenn wir da hochklettern. Zumindest die zwei jetzt. So, dann warten wir, bis die beiden wieder unten sind. Und schauen mal, was der Informant von uns will. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Informanten, Herausforderung, Dachrennen. Erfassen Sie den Informanten als Ziel. Und dann geht quasi ein Rennen los. Beziehungsweise das Rennen hat wahrscheinlich schon begonnen und er haut jetzt von uns ab, richtig? Okay, dann schauen wir doch, dass wir da hinkommen. Wir haben nur, insgesamt hatten wir 1,5 Minuten Zeit. Jetzt bleiben noch 50 Sekunden übrig. Und wir haben jetzt noch ungefähr 70 bzw. 60 Schritte bis zu unserem Ziel. Wovor rennt er denn weg? So, der ist über uns, scheinbar. 30 Sekunden. Alter, ihr, hier, nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Okay, Jubair ist in der Madrasa. Al-Kalasa, umgeben von seinen treuesten Männern. Mhm, alles klar. Gut, und ich dachte jetzt schon, wir müssen dem hinterherrennen, dass der jetzt abhaut von uns. Aber hat dann doch ganz gut funktioniert. Selber Bauer. Dann schnappen wir uns mal den Aussichtspunkt. Mal schauen, ob wir noch eine Freigabe freigeschaltet bekommen. Und dann halten wir auf jeden Fall noch Ausschau nach weiteren Wurfmessern, weil wir haben jetzt nur noch 4. Wir haben schon 6 verbraucht. So, dann synchronisieren wir mal. Oh ja, da gibt's gleich 4 Aufgaben. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir schnappen uns zuerst mal die rechte Aufgabe. Das wird so eine Belauschen-Aufgabe sein. Genau. Und dann denke ich mal, dann wird es der Taschendiebstahl werden. Wer hat jetzt da ein Problem mit uns? Ich habe nicht. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Irgendwer mag uns hier auf jeden Fall nicht. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ich hab leider auch kein Geld. So, jetzt hör mal doch mal zu. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. Jubair hält täglich Treffen in der Madrasa ab.
Und das ist natürlich ein perfekter Ort für uns. Um das Attentat durchzuführen. Mann, ist da viel los. Entschuldigung. Da ist einiges los. Nur nervige Leute hier. Und dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. Da haben wir noch 3 offene Aufgaben. Was schon echt mal ein Wunder ist, dass man so viele auf einmal aufdecken kann. Und da hätten wir einen Taschendiebstahl. Okay, der wird lustig. So, wo sind denn die... der da? Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Gut, schauen wir, dass wir ihn das schnellstmöglich abnehmen. Oh, gehen wir ein bisschen weiter weg. Ja, ist schon wieder alles für den Arsch. Was war uns der Vollidiot da schubst? Gehen wir gleich hier rein. Sollte das auch wieder in Ordnung sein. Ich probiere das jetzt nochmal. Und sollte mir das zu nervig werden, gehen wir einfach eine andere Aufgabe an. Dann gehen wir ein bisschen weiter weg. Aber jetzt ist hier scheinbar ein bisschen aufgeräumt. Zumindest weniger los. Okay, hören wir uns das nochmal an. Ach ne, müssen wir gar nicht. Können direkt zum Taschendiebstahl. Sehr gut, hat funktioniert. Und das vor einer Woche, hey, das ist der Hammer. Okay. Damit hätten wir unsere 2. Aufgabe abgeschlossen. Und ich schaue jetzt mal kurz ins Startmenü. Ach, war das schon die 3? Weil wir können zum Büro zurück. Dann haben wir tatsächlich schon 3 abgeschlossen, okay. Ging relativ fix. Wow. Gut, dann gehen wir zurück ins Büro. Und dann holen wir uns doch einfach mal die Feder ab. Und damit auch die Erlaubnis, dass wir unser Ziel... ja, dass wir einfach unser Attentat durchführen können. Ich wollte jetzt gerade mal nachschauen, aber mir ist der Name schon wieder entfallen für unserem nächsten Ziel. Aber egal. So, werden wir danach schon im Büro. Einmal unten. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa Al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten.
Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Na, das machen wir doch. Immer doch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.